Recht herzlich willkommen zur 56. Folge vom Kerbal Space Programm. Wir gehen wieder in unsere Kapsel hier. Und das ist hier, Dollar Escape. Dann wollen wir da weitermachen. Wir müssen gucken, dass wir den Orbit korrigieren, weil wir durch die Luftleitbleche, sag ich jetzt mal wieder, es nicht hingekriegt haben, die Rakete richtig zu positionieren in dem Sinne. So, also hier sind wir 126, 109. Da müssten wir, glaube ich, erstmal richtig machen. Dafür würde ich sagen, fliegen wir hier vor. Warp hier. Ne, Escape, da hinten sind wir. Ne, ich dachte, wir wären schon da. Obwohl, spielt keine Rolle. Doch, spielt eine Rolle. Wir können auch hier das Ganze machen. Warp hier. Und sollten dann dort die Gegenrichtung ansteuern gerade, ne? Ich glaube, hier sind wir richtig, ne? Wenn wir hier jetzt beschleunigen, dann sollten wir ihn hier kleiner kriegen, oder? Ja, und der bleibt, ne? Ja, genau. Das machen wir jetzt mal, damit wir rund werden. So, 108, 800, 109, 11. So, 109. Ah, komm, das ist fast rund. Aber geschafft. So, jetzt müssen wir den Mund anklicken. Der dort ist, hat der Dralo geschrieben. Danke dafür nochmal. Set as Target. Und jetzt sehe ich... Ne, warte mal, sind wir schon so weit? Ah ja, doch. Das ist jetzt hier. Ich soll jetzt hier genau auf einen dieser beiden Punkte, den Ascending, ziemlich genau reinklicken. Und wenn ich das mache, dann kann ich da ein Manöver setzen. Genau, und jetzt muss ich gucken, dass ich ein bisschen rauszoome und hier korrigiere. Stopp, das war falsch rum wohl. Wo sehe ich denn jetzt 0? Ich sehe irgendwo keine Anzeige dafür. Das ist wieder mein Problem dann, ne? Ah, 2,4. Der ändert sich dann. 2,2. 1,6 wohl. 1,1. 0,6. 0,3. Und jetzt finde ich ihn nicht wieder. Keine Anzeige gerade, die ich brauche. 0,1. Ich glaube, kriege ich sowieso nicht hin. Aber 0,1 wäre auch super, stand da. Sieht auch danach aus, dass es sein könnte, dass es passt. Ja, und dann wollen wir das machen, oder? Wir sind jetzt hier, müssen gleich beschleunigen einmal. Ja, wenn wir am passenden Punkt sind, wir müssen jetzt erstmal hier den blauen suchen. Nee, andersrum, oder? Auf dem blauen Punkt müssen wir dieses Zeichen und von da müssen wir dann beschleunigen. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir es hinkriegen, ne?
Ich glaube, so ist es ungefähr passend, oder? Ich will's hoffen. Und da muss ich an irgendeinen Einstiegspunkt kommen. Aber das zeigt er mir ja auch an. Die Zeit ist hier unten am Laufen. 2:40. Wir können mal bis dahin warpen. Und dann muss ich gleich beschleunigen, bis der runtergelaufen ist. Und dann ist alles gut. Wenn wir bei 0 da unten sind. Ich hoffe, ich habe das so richtig in Erinnerung. Aber kriegen wir schon hin, oder? Z war Vollgas und X war nix. Also 0. So, ich bin gespannt, ob ich es hinkriege. Aber mehr wie passieren kann da ja nichts, ne? Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen korrigieren. Ich glaube, so ist es passend. So. 28,4 Meter Sekunde. 4 Sekunden müssen wir burnen, das ist also nicht viel. Und ja, in 23,20 Sekunden. Ich bin gespannt. Ich hoffe, X und Y ist nicht vertauscht. Y und Z ist nicht vertauscht. Dann kriege ich das wohl noch hin. Aber wir haben ja mehr Versuche. Wir haben Orbit, ist ja alles kein Problem. 3, 2, 1, go. Jetzt machen wir Vollgas. Wunderbar. Ich gucke nur, wann er auf 0 kommt. Und stopp. Kommen wir noch ein bisschen nach und dann ist alles gut. Ich glaube, das sieht super aus, oder? Ist das jetzt richtig? Ich will es hoffen. Gut. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie das Manöver weggeht, aber ich glaube, da muss man draufklicken und dann das X wegmachen. Da oben, dann ist das Manöver weg. So, da ist 0,1, da ist minus 0,1. Ich glaube, das ist das, was der Draloch haben möchte. Gut, sieht auch gut aus, oder? Ich glaube, das ist eine Ebene. Ja, super. 125 und hier haben wir 108. Ja, das ist hier vorne und das da hinten. Okay. Aber alles hat gut geklappt. So, das war das. Das Ziel ist erreicht. Ja. Jetzt muss ich, glaube, weiterlesen bei der vorletzten Folge, weil da steht nämlich drin, was wir machen wollen, um zum Mond zu kommen, ne? Da kann ich mich jetzt nicht mehr Checkliste nach dem Bau habe ich. So, jetzt muss ich auf den Kerbin doppelklicken, damit der fokussiert wird. Aha. So, jetzt ist die Frage, wo setze ich das? Also der ist da. Da muss ich wieder auf diesen Punkt, hat der Dralo geschrieben. Je nachdem, was näher ist. Dann muss ich wahrscheinlich ein Manöver wieder setzen. Und dann muss ich diesmal gucken, dass ich da hinkomme. Jetzt lese ich gerade was Falsches. Jetzt muss ich die Map so drehen, dass der Mun auf der 1 Uhr Ansicht ist. Da ist der Mun, oder? Ja. Aber ich weiß nicht, also wenn da oben 12 Uhr ist, ist da jetzt 13:30. Jetzt würde ich sagen, es ist 1 Uhr, ne? Ich hoffe, das habe ich so verstanden. So, jetzt so lange am Prograde-Symbol ziehen, grün. Ja. Bis die Laufbahn im Mund hinausragt.
die Not setze ich dann? Okay, das heißt, ich sitze hier auf 6 Uhr. Das wäre hier dann. Würde ich mal sagen, ne? Und jetzt muss ich an dem Grünen so lange ziehen. Das war falsche Richtung. Ja, shit, das hat nicht geklappt. Bis ich da drüber weg bin. Jetzt habe ich das wieder hingekriegt, super. So, da ist, glaube ich, Eintritt. Und da ist auch... Ich glaube, da komme ich dann an den Bereich, wo wir eingefangen werden können. Und das wäre jetzt dann die Frage... Nun, tja, das habe ich gemacht. Aber wie verstehe ich das jetzt mit 25 Kilometer ist gut und so weiter? Carbon Upper Abscess ist da, klar. Das ist der Mund. Warum geht der denn? Fliegt der nach da weiter oder nach da weiter? Gute Frage, ne? Ich glaube, der fliegt nach da weiter, oder? Bin ich jetzt fehl am... Was würde ich jetzt sehen, wenn ich mal beschleunige, ne? Was ändert sich jetzt hier gerade? Nix. Okay, ich glaube, der rückt nach links, ne? Ja. Gut, dann ist es richtig. Closest Approach. Separation 5686. Und da... Tja, ich weiß es jetzt nicht, aber ich bin der Meinung, dass es so passend ist, wie es jetzt ist. Und deswegen müssen wir jetzt hier den Punkt noch anvisieren, hier unten. Dafür machen wir wieder Dingens aus. Und korrigieren in die andere Richtung natürlich. Ja, super. Wo ist der blaue? Da. Ah, der ist ziemlich da. Jetzt müssen wir da erst wieder hin. Ne, anders bitteschön. So, und stopp. Noch leicht korrigieren. Passt. Höher. Stopp. 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 Jetzt geht er gerade andersrum. So, einmal. Nochmal tiefer müssen wir. Das war die falsche Richtung. Irgendwas passt jetzt gerade nicht, ne? Weil ich noch da hinten bin wahrscheinlich, ne? Der dreht sich sowieso nochmal sich mal um. Aber irgendwie, was mich irritiert, 0,2 Millisekunden muss ich nur burnen, um diesen Bogen zu machen. Das kann nicht sein, oder? Ne, das ist weg. So. Das ist auch der richtige jetzt. Irgendwie aus Versehen noch eingesetzt oder wie ist das? Ich weiß es nicht. So, jetzt müssen wir nämlich gerade
nochmal neu einfangen dann. Aber ich glaube, wir warpen erstmal bis hierhin. Weil wir müssen da unten ja gleich hin. Weil der dreht sich ja dann noch, ne? Das müssen wir dann ja wieder einfangen. So. Ich drehe wieder falsch rum. So, komm mal. Da kommt das Kreuz. Bisschen gegenlenken. Können wir schon nach rechts steuern. So, links. Und stopp. Ne, links, links, links. Und stopp. Muss er erst kurz anmachen, dann korrigiert er das ja auch. So. Der wandert nochmal weg. Ich glaube, wir müssen nur nach links, rechts korrigieren. Kurz einmal SAS an. Tacken höher. Und jetzt müssen wir nur noch ausgleichen. Jetzt wandern wir gerade weg. Nach oben. Ja, wir sind kurz davor. Letzte Minute läuft. Ich muss nur noch gerade passend hinkriegen, da in das Blaue zu kommen. So, sieht gerade gut aus, oder? Blöderweise ist gerade jetzt die Flugrichtung die identische. Ich sehe nämlich das Blaue nicht mehr so gut. Schade. Ja. Das liegt gleich wahrscheinlich direkt auf dem Äquator dann, ne? Das hat der Dralo bestimmt schon genau rausgefunden, dass man das so machen muss. Noch ein bisschen links. Zupp. Zupp. Und ich glaube, jetzt können wir mal gerade starten. Wir sind schon über die Zeit, aber ist egal, glaube. Kommt es nicht ganz genau drauf an. Jetzt wandere ich weg. Ich glaube, das ist aber nicht schlimm, oder? Werden wir gleich sehen. Dann müssen wir es nachher wieder korrigieren. Oh, irgendwas läuft falsch. Das war jetzt nicht richtig. Das war jetzt nicht richtig. Ich hätte doch steuern müssen und das Blaue behalten müssen. Dann sind wir mit dem Punkt zu weit weg. Die Ansicht ist auch jetzt nicht ideal, glaube ich. Ja, da haben wir jetzt einen großen Dingens drin. Ne? Da müssen wir nochmal wohl korrigieren, denke ich mal. Wie sieht es denn so mit Raketentreibstoff aus. Okay, da ist noch was. Ach, ist ja noch eine Stufe vorher, ne? Wir haben ja noch eine Stufe danach. Also alles halb so wild. Glaube ich. Gut, das heißt, den werde ich löschen können. Der bringt uns nichts mehr. Dann werden wir wieder hier neu ausrichten müssen. Bis das wieder null ist. Nee, das war falsch rum.
Kriegen wir auch noch hin. So. Das ist dann passend. Und dann müssen wir wieder aufziehen, ne? Ne, das war wieder falsch rum. Ah, jetzt habe ich ihn wieder ausgestellt. Das war ein bisschen viel, ne? Dann ist ein Escape. Und ich glaube, wir müssen... Warte mal, das wäre 1 Uhr. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen nach da verschieben, ne? Und ich glaube, wir machen ein bisschen größer. Ja. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich glaube schon. Ich lasse es mal einfach so stehen. Also wenn ich jetzt abspeichere, ist das weg. Aber der Adralo kann sich das ja angucken, ob ich das jetzt nochmal so richtig gemacht habe. Ich korrigiere dann wieder ans Horizontale passend zum Mund und dann den Bogen. Und ja, brauche ich dann eine Bestätigung einmal kurz, ob das so richtig ist, was ich mache. Ich muss dann wahrscheinlich hier den blauen im Visier behalten. Dann klappt das auch, denke ich. Okay, aber da machen wir im nächsten Anlauf weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.